Endlich kriegen Sie, was Ihnen zusteht, Simmons. Und wieder Simmons besiegen. Du hast doch ein Plätzchen in der Hölle frei. Okay, die Frage ist nur, wie sollen wir diesen Simmons jetzt hier besiegen? Ich habe echt keinen Plan. Ja, das ist eigentlich auch schon gesehen. Tun wir etwas dagegen. Toll, Erfahrungspunkte. Bringen wir jetzt ja wirklich viel. Schnell mal das First Aid Spray geused. Boah. Boah, alle Waffen erstmal nachladen müssen. Das ist immer das Nervige hier. So, dass wir hinten hingehen, dass wir so ein bisschen geschützt sind. So, nochmal nachladen hier und jetzt. Boah, krass. Wie soll man. Mal checken wir das hier vorne. Ah, hier vorne, das ist der richtige Simmons. Okay, den müssen wir quasi erledigen. Boah, das ist aber echt. Oh, Mann! Keine Munition mehr in den Knarren. Ich entdecke echt noch die Otto-Normalschleuder. So, ich hoffe, ich ist mal ein bisschen Muni hier oder was. Oh, grünes Kraut. Naja. Besser als nix, sage ich mal, ne? Naja. Aber in der derzeitigen Situation ist nichts irgendwie sehr passend. Ah, nochmal grünes Kraut. Habe ich davon schon mal zweimal. So. Oh, Zombies und dieser nervige Simmons, ey. Das ist jetzt wirklich. Ja, das war jetzt klar. Boah, Simmons Phase 4 oder so. Und ich frage mich gerade echt, wie man den jetzt dann noch klar machen soll. Ich meine, das ist ja jetzt schon. Er ist mir jetzt zu Super Simmons geworden. Sie, was Ihnen zusteht, Simmons. Ja. Für Sie ist noch ein Plätzchen in der Hölle frei. Lass mal nachladen hier die Knarren. Ich so viel Power damit verschwende, hier erstmal die ganzen Knarren nachzuladen. So, ein paar Zombies hier noch getötet. Ja, ich weiß! Muss tun wir etwas dagegen. So, ah, da war Munition. Und nochmal Munition. Ich tue hier erstmal alles nach Munition ab. Hupp. Und so. Okay. Oh, was bumst mich denn da jetzt schon wieder die ganze Zeit? Blöde Zombies, ey. Ah, fuck. Also Helena, du musst immer wirklich mal die Zombies übernehmen, dass du hier. Ah, puh, der kann mich sogar noch hinter der Ecke hier noch erwischen. Ach, blöder Zombie, geh weg! Ich raste aus hier heute noch. Das Nervige sind halt wirklich diese ganzen Zombies hier. Die müssen erstmal alle weggeräumt werden. Und hoffen, dass dann keine neuen kommen. Dass man dann anfangen kann, mal aktiv da diesen Simmons, keine Ahnung, in die Hölle zu schicken oder so. Mann, jetzt drück doch mal ab hier, Helena. So. Ah, da kommen noch mehr. Das hat keinen Langzeitzweck hier. So. Wenn die Ende. Oh! Okay. Jetzt, los! Warum ahne ich, dass wir Simmons nicht zum letzten Mal begegnet sind? Das dachten wir letztes Mal auch. Warum gehe ich eigentlich jetzt erstmal hier hin? Stimmt wegen der vielen Erfahrungspunkte, die es hier noch zu sammeln gibt. Und weil ich halt überhaupt nicht weiß, wo ich überhaupt lang muss. Wir müssen zu diesem Helikopter. Je schneller, desto besser. Das ist mir jetzt irgendwie auch klar. Ah, hier hinten geht's runter. Da müssen wir lang. Und
Da ist der Ausgang. Roger. Okay. Aber wenigstens einen Kontrollpunkt erreicht, sprich... Ja, wenn ich jetzt sterbe, muss ich nicht diesen Fight gegen Simmons nochmal machen. Hoch mit ihnen! Ach du Schreck, was ist denn aus dem geworden? Eine riesige Supermotte oder was? Leon! Alles okay, holen Sie mich nur hier raus! Verstanden! Okay. Ah. Irgendwas brutal, was? Okay. Was immer sie tun, es funktioniert. Simmons ist jetzt zur Superfliege geworden. Was für ein gigantischer Endkampf. Also das muss man in dem Spiel wirklich lassen. Die machen das wirklich spannend. So, ich schieße da mal die ganzen Augen von dem Vieh kaputt. Oh nein, es hebt ab, es hebt ab. Oh mein Gott. Was ist los? Moment, ich kümmere mich darum. Also, Moment ist gut. Ich hab's hier mit einer riesigen Fliege zu tun, die mir ihre fliegenden Fleischbrocken entgegenschmeißt. Ich möchte nicht erwähnen, dass diese Situation nicht gerade komfortabel für mich ist. Oh Mann, ey. Krasse Sache, ey. So, jetzt aber ganz, ganz schnell weg hier. Keine Lust mehr länger hier zu bleiben. Helena? Helena, komm jetzt ran hier. Okay, weiter geht's. Ah, wir müssen wahrscheinlich jetzt hier über... Das ist übel. Wir müssen zum Helikopter. Das ist das Ziel. Die Frage ist nur, wie wir es erreichen sollen. Das war doch so klar. So ein ekliges Vieh. Okay, wir müssen den Mistkerl runterholen. Solange er in der Luft ist, gehen wir nirgendwo hin in den Heli. Ich kann nicht zulassen, dass er uns aufhält. Das ist gut, aber... Dazu müssen wir ihn noch... Auf die Beine! Auf die Beine? Ah, okay. Ich verstehe schon. Oh, nachladen, nachladen, nachladen. Die sind gepanzert, da brauche ich gar nicht drauf. Da müssen diese komischen Dinger müssen wir drauf schießen. Scheiße. Ja, ach. Toll, null Muni mehr. Können wir auch nichts mitmachen. Vorsicht, die sehen scharf aus. Oh Gott. Jetzt hat sie es gleich hier erledigt für mich. Wow, krass. Okay, ich glaube, ich habe noch das First Aid Spray. Was? Oh Mann, ey, wie mir jetzt gerade die Zombies hier einfach mal egal sind. Wunderbar. Ah, Munition. Munition ist gut. Munition ist... Boah, WTF. Mal weggewischt. So. Kann man hier auch irgendwo hingehen, wo er einen nicht direkt erwischt. So ein bisschen rumbuggen hier.
ein bisschen unter ihn oder so. So, jetzt Vollgas. Ah, da erwischt er einen natürlich auch. Oh, grünes Grau. Oh, krass. Die Erfahrungspunkte könnt ihr stecken lassen. Ach, Munition, Munition. Ein Königreich für Munition. Oder beziehungsweise... Oh, eine Brandgranate. Die könnte praktisch sein. Auf die Beine ist immer ganz, ganz gut, aber da vielleicht hier so drauf. Ja, das mag er nicht. Ja, die Beine, das ist die Geschwulste direkt an den Beinen. Ah, jetzt kommen noch die Zombies an. Die war noch mit dem Typen noch Ärger hier. Ja, und wieder nochmal eine Brandgranate. Ich drehe hier noch durch. Ah, wenn die mal was Gutes droppen würden, so rotes Kraut oder noch wenigstens noch ein grünes oder so. Ah, grünes Kraut. Man muss manchmal wirklich nur meckern. Okay. Okay, die ersten Beine hätten wir damit vernichtet. Okay. Okay, krass. Da hat er sich jetzt ein bisschen selbst geowned. Oh, jetzt kommt ein Blitzableiter. Das wird dann absorbieren, ein schöner Schock. Ja, die Frage ist nur, wie schaffen wir das, dass wir... alles nicht so einfach, sage ich euch. Alles nicht so leicht hier. Aber mittlerweile kriege ich es ja relativ hin. So nebenbei schauen, dass hier die ganzen Zombies... Aber Helena hält ja die ganzen Zombies eigentlich ab. Das macht sie ja gut. Also, ich brauche mich ja wirklich gerade nur um Simmons zu kümmern. Aber der braucht auch wirklich meine ganze Aufmerksamkeit, dieser... Oh, puh, ist auch meine Knarre alle. Na, wunderbar. Ja, wir müssen halt irgendwie schauen, dass irgendwie die Zombies diese ganzen Blitzableiter-Dinger hier abkriegen oder was. Ich brauche mal grünes Kraut, Junge. Um genau zu sein, zweimal. Das heißt, du musst jetzt sterben. Ah, ich... Stirb doch mal endlich hier. Und gib... Ah, krass, ich hab kaum noch Power. Und ich brauche irgendwelche Waffen, mit denen ich erst mit Simmons aufnehmen kann. Ach, grünes Grau wenigstens, aber ich habe erst leider einmal. Ah, Munition für eine mir doch ganz liebe Waffe, nämlich... für das Maschinengewehr. Ah. Oh Mann. Ah, grünes Kraut, das ist das zweite. So. Und einwerfen. Ah. So.
Schlagartig geht's mir besser. Aber... irgendwie wird da die Situation mit Simmons immer noch nicht sonderlich besser. Die Frage ist, so könnte der Kampf ja locker ewig gehen. Nein, ich füge dem ja schon so ein bisschen Schaden zu. Aber bei Weitem nicht genug. Also, oh, der hat mich an der Angel hier, der blöde Zombie. Boah, krass. Und eine Brandbombe. Okay, Brandbombe könnte... ah, da habe ich jetzt übrigens 3 von. So, grünes Kraut. Oh, shit. Und gleich einmal sinnlos verbraucht. Mist, kann man das... kann ich auch irgendwie dem Simmons da so ein bisschen... nee, kann ich nicht. Ah, okay, kann... hier kann... auf die Beine! Ah, okay. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Okay, das war jetzt wahrscheinlich falsch. Ja, irgendwas muss ich jetzt mit diesem Ding da anstellen. Ich weiß nur noch nicht was irgendwie. Ah, okay, jetzt ist es eh zu Ende. Boah, krass. So ein krass langer Fight praktisch für gar nichts. Okay. Aber egal, wir... das ist übel. Wir müssen zum Helikopter. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt die meiste Zeit da sowieso gerade für nothing gekämpft. Ach, jetzt muss ich ja alles praktisch nochmal machen, oder was? Ach, nee. So, jetzt genau, jetzt kommt da dieser komische Schwulstige. Okay. Okay, wir müssen den Mistkerl runterholen. Solange er in der Luft ist, gehen wir nirgendwo hin in den Heli. Ich kann nicht zulassen, dass er uns aufhält. Oh, lad doch mal nach. Er will seinen Kopf schützen. Ich erwische ihn nicht. Er schützt nicht nur seinen Kopf, der schützt auch noch seine... ach, nervig, nervig, nervig. Ah, ich habe schon einen ungefähren Plan, wie wir das jetzt hier doch noch schaffen. Aber keine Ahnung, wie schnell ich den umgesetzt kriege. Ja, blöde Zombies greifen mir auch noch an, aber die sind erstmal mein geringeres Problem. Die müssen erstmal versuchen, ihn da wieder in seinen ich muss was fressen Modus zu schießen. Ah, Mann! Ach, will aber auch nichts gerade so wirklich klappen hier in dem Endfight. Oh, jetzt haut der da wieder zu. Und hier machen wir das, was er am besten kann. Richtig, eine Runde nachladen. Weil Nachladen ja das Schönste auf der ganzen Welt ist. Ja, lade mal nach. Auf die Beine! Okay. Oh, eine Brandgranate. Das ist sehr gut, wenn da mal mehrere Zombies angreifen. So,
So, und du gibst mir jetzt bitte mal ein grünes Kraut oder so. Naja, Brandgranate halt. Ich glaube, wir müssen ihn halt in diese Phase bringen, wo er dann so dasteht und erstmal gar nichts macht. Und in der Zeit muss ich dann irgendwie dieses Ding an ihn irgendwie so hochhalten, dass er es halt frisst oder so. Irgendwie sowas. Habe ich jetzt mal so ein bisschen die Vermutung. Oh, das ist ein blöder Boss, ist das. Ein oberblöder Boss. Ja. Und dieses Waffenarsenal ist hier auch nicht sonderlich dafür geeignet für diesen Kampf. Naja, wenigstens tötet er auch die ganzen Zombies hier mit. Macht immer was Praktisches. Auf die Beine! Ja, ich bin ja dabei hier so ein bisschen. So, mal da oben rauf schießen. Oh. Oh, Simmons, du alter Blödian. Die Waffe auch schon wieder leer. Die brauche ich jetzt gar nicht benutzen. Ja. Okay, was habe ich jetzt? Eine Brandgranate. Okay, das war jetzt natürlich schon krass. Hoppala, da ist noch eine Kiste übrig. Die Kisten muss ich mitnehmen. Denn da ist wichtige Munition drin. Naja, Munition habe ich echt kaum noch. Ich muss natürlich hoffen, dass er jetzt wahrscheinlich dann so in der Nähe von seinem Bein auch mit rumlaufen. Scheiße. Ah, wenn er so ist, dann können wir da irgendwie so hochlaufen oder wie. Ist ja interessant. So, kurz mal die Granate hier wasten. Okay. Also ich habe den Bosskampf immer noch nicht ganz verstanden, was man hier überhaupt machen muss, aber... Oh Gott. Aber was ich mache, ich sollte es schnell machen, denn... ja, allzu viel Zeit bleibt mir nicht mehr und vor allen Dingen allzu viel Munition bleibt mir nicht mehr. Wobei wir ihm diesmal schon mächtig zugesetzt haben im Vergleich zum letzten Mal. Jetzt werde ich auch hoffen, dass ich noch ein bisschen grünes Kraut kriege, dann wird das ja diesmal direkt hier was. Also ich bin echt guter Dinge, denn wir haben den Olin Simmons da schon gut zugerichtet. Boah. So, ihr verbrennt da mal schön in der Hoffnung, dass ihr mir grünes Kraut gebt. Also ich brauche eigentlich nur noch ein grünes Kraut. Ich brauche grünes Kraut. Ich brauche grünes Kraut. Ja, ein bisschen Munition tut es erstmal auf. So, wir müssen mal schießen hier. Jetzt setzen wir ihm doch hier mal ordentlich zu, würde ich mal sagen. Ja genau, jetzt frisst er nämlich den. Kriegt erstmal einen ordentlichen Schlag ab. Ein Blitzableiter. Das wird dann absorbieren, ein schöner Schock. Okay, aber... Ja, dann hilf ihm mal schnell und vor allem, ich brauche noch ein grünes Kraut. Denn ohne das wird das hier nichts. Oh Gott. Oh, da ist grünes Kraut, da ist grünes Kraut. Ach, Glück gehabt.
So, ich bin wieder relativ dabei. So, dann liegt nämlich dann noch so eine. So ein Ding rum, aber ich frage mich, wie das funktionieren soll. Ah, wahrscheinlich in so einen Zombie reinspießen. Genau so. Hoffen, dass der den Zombie da gleich aufsaugt. Dann sollte ihn jetzt auch mal wenigstens mal aufsaugen. Ich meine. Oh Mann. Oh, einmal grünes Kraut. Noch mal grünes Kraut. So. Hochgeheilt. Auf die Beine. Ja, der muss dieses Ding jetzt da hinten noch aufnehmen. Oh, grünes Kraut, grünes Kraut. Grünes Kraut ist gut. Ich versuche mal hier hinten hinzukommen. Und mir nochmal die drei Kisten hier zu schnappen. In der Hoffnung, dass da irgendwas Gutes drin ist. Ha, toll. In der Hoffnung auch, dass ich jetzt hier irgendwie so ein bisschen an ihm hochklettern kann. Oh, grünes Kraut. Dankeschön. Oh, Mann. Da soll ich diesen komischen Zombie da hinten mal schnappen. Kann man hier jetzt hoch? Ich will da hochklettern. Ich will ihm noch so eine. Ich habe extra noch eine Brandgranate für ihn aufgehoben. Auf die Beine! Oh Mann. Ich drücke die ganze Zeit schon A und X, dass ich hier im Notfall gleich mal hochrennen kann, aber es scheint wohl erstmal nichts zu werden. Ey, dann muss ich wohl wieder mal eine Runde schießen. Um ihn quasi dazu zu zwingen. Ah, Mist. Also der Kampf ist wirklich sehr unübersichtlich, liebe Leute. Also er ist gut, also versteht mich nicht falsch. Er macht Spaß. Aber er ist total unübersichtlich. Ich weiß nämlich gar nicht, was ich überhaupt machen soll. So. Ja, wir zerschießen ihn jetzt hier nämlich so nacheinander. Ist das der Sinn? Ist das der Sinn dieses Kampfes? Ihm nach und nach da so die Beine wegzuschießen. Er soll endlich seinen komischen Blitztypi da fressen. So. So. Oh Gott. So, jetzt haben wir ihn doch, oder? Okay. Er holt sich noch mal den mit dem Blitzableiter rein. Die generiert sich so gut wie voll. Und grillt sich selbst. Oh Gott. Erwischt, Bastard! Ja, Bastard, das war ein Endfight. Jetzt aber ganz schnell die Plattform erreichen.